Selig, die barmherzig sind, da sind die. Das heißt, wenn ich offen bin auf die anderen Leute, wenn ich bereit wäre, anderen zu helfen und vor allem den Leuten, die in Not. Also das ist selig zu sein. Und weil wir bekommen Barmherzigkeit von Gott. Gott liebt uns, ohne uns, von uns die Liebe erwarten. Also ohne uns etwas zu sagen. Er einfach liebt uns. Und wir als Menschen müssen auch auf diese Liebe mit der Liebe antworten. Aber natürlich, man muss auch klug sein. Also wenn jemand kommt mit einer Bombe und sagt, ja, ich möchte das die Leute vernichten, also da muss ich sagen, nein, das darf man nicht, du bist, darf nicht kommen, also für dich, das ist etwas anderes, Gefängnis, du musst dort, aber die Leute, die im Not sind, die praktisch armen Leute, die tatsächlich im Not sind, muss man diese Leute aufnehmen. Die soziale Hilfe ist nicht so hoch wie in Deutschland oder in Österreich oder in Großbritannien, deshalb tatsächlich, die Flüchtlinge kommen und gehen weg. Aus Polen. Aber natürlich, wenn die dann kommen und im Not sind, dann müssen wir die Leute aufnehmen. Das ist genauso, wissen Sie, wie in Polen. Die Polen fahren nach Großbritannien, nach Deutschland, Österreich, weil sie suchen auch so ein Land, wo man auch besser leben kann. Das ist Recht, die Leute haben auch Recht. Und meiner Meinung nach, natürlich, die Regierung muss sich kümmern um das Volk, also um das Land, damit alles gut funktioniert und die Mitbürger auch im Frieden leben und so weiter. Aber wenn jemand im Not sind, muss man helfen.